Ha, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man verschiedene Fotos als einzelne Ebenen in einem Projekt einfügt. Ich habe dazu vor ein paar Jahren schon mal ein Video gemacht und bringe jetzt ein zweites Video, weil sich etwas geändert hat. Also sprich, die alte Methode funktioniert nicht mehr. Ich zeige mal das grundlegende Problem, was ihr vielleicht schon festgestellt habt. Möchte man ein Foto als Affinity-Foto-Projekt öffnen, dann geht man normalerweise über Datei und Öffnen und sucht sich die entsprechende Datei aus. Nimmt man aber mehrere Dateien, also mehrere Fotos, ich mache es hier mal, dann kommt man zu folgenden Problemen. Und zwar öffnen sich zwar alle Fotos, aber jedes als einzelnes Projekt und nicht alle in einem Projekt. Dies braucht man ja zum Beispiel, wenn man Manipulation oder Composing machen möchte. Hinzu kommt, dass jedes in der ursprünglichen Auflösung dargestellt wird, also auch nicht einheitlich. Ich möchte allerdings eine Auflösung vorgeben und dann alle Bilder in dieser Auflösung einfügen. So, nun gab es früher einen Weg, den zeige ich jetzt mal. Unter Ansicht gab es Studio und dann Media. Das gibt es nicht mehr. Man konnte also früher einen Browser dort öffnen und diverse Fotos einfügen. Das geht nicht mehr. Es gibt aber einen anderen Weg und den zeige ich jetzt mal schnell. Und zwar geht man auf Datei und dann Platzieren. Jetzt kann man sich so viele Bilder aussuchen, wie man möchte. Ich mache es jetzt hier in diesem Beispiel mal mit rein. Gehe auf Öffnen. Und jetzt öffnet sich hier im Studio, im Panel, ein neues Fenster, was mir die Bilder anzeigt, die ich jetzt importieren kann. Der Mauszeiger verändert sich auch. Er zeigt so einen Pfeil, um ein Bild zu platzieren, also sprich einzufügen. Und zwar in der Auflösung, wie ich möchte. Ich ziehe es einfach runter und kann es jetzt der Leinwand anpassen. Könnte es natürlich auch kleiner machen. Wenn ich loslasse, ist es eingefügt. Und ich kann jetzt hier in diesem kleinen Browser auch die Reihenfolge bestimmen. Also das, was ich aktiviere, wird als nächstes darüber eingefügt. So, jetzt verschwindet das aus meinem Browser. Jetzt ist nur noch dieses eine. Das ziehe ich jetzt auch mal auf. Jetzt verschwindet dieser Studio-Browser. Der Mauszeiger nimmt wieder die normale Form an. Und ich habe jetzt alle Bilder in der Auflösung des Projekts hier und kann die nach oben und unten bewegen und bearbeiten, so wie ich möchte. Das war heute ein kleiner Quick-Tipp. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.